2. November 2017. Zweiter Usbeke gesucht. Hatte der Pickup-Kleinlaster-Killer von New York City einen Landsmann als Helfer? Kam zumindest einer via Green Card Lotterie ins Land? Warum radikalisieren sich Muslime? Werden diese im Netz oder in der Moschee aufgehetzt? Sind die Gutmenschen schuld an weiteren Toten? Wie hart kann, muss Trump jetzt durchgreifen? Schusswechsel im Supermarkt. In Colorado wurden zwei Menschen dabei getötet. Doch das Warum und Wieso ist noch unklar. Konnte der Täter flüchten? Gift ist gefährlich. Eine Frau aus Pakistan wurde gegen ihren Willen verheiratet und wollte dafür ihren Mann töten. Besorgte sich eine tödliche Substanz und mischte diese in dessen Milch. Doch er mochte keine und die Schwiegermutter machte Joghurt daraus. Für die ganze Familie. 17 Todesopfer. Sollte man Zwangsehen nicht weltweit ächten, beziehungsweise die Durchsetzung des Verbotes erzwingen? Ist das Opfer auch Täter und wie hart muss sie bestraft werden? Klettern bald verboten. Erst 2019 und vorerst nur am Uluru Abers Rock in Australien. Der Berg ist den Ureinwohnern heilig und aus Respekt kommt nun offenbar das Verbot. Ist bald auch das Besteigen des Himalayas verboten, auch das Dach der Welt wird von manchen als heilig betrachtet. Arabisches Frauenbild, auch wenn es nur ein ägyptischer Rechtsanwalt war. Doch die Aussage, Frauen in zerrissenen Jeans müssen vergewaltigt werden, ist mehr als ein Skandal. Da zeigt sich das allgemeine Problem der arabischen Welt. Egal was man vom Modetrend hält, so etwas darf es im TV nicht geben. Gefühlt sofort die Todesstrafe wegen Aufforderung zu einer schweren Straftat. Am besten live im Fernsehen. Grüne wollen abstimmen. Setzt sich die grüne Führung weiter unter Druck? Will man wirklich die Basis zu den Ergebnissen von Jamaika befragen? Neue Themen sind Massentierhaltung und schwachsinnige private Altersversorgung. Chaosparty via Facebook. Ein verlassenes Haus, ideal für ein geiles Fest. Und in Waldperlach, dafür zu werben, macht doch nichts. Zu nah an München und linke Chaoten kommen überall hin. Es nahm seinen Lauf. Am Ende brauchte es 50 Polizisten. Bad Godesberg wie New York. Ein Auto fährt in eine Gruppe Fußgänger. 8 Verletzte. Aber kein Terror, sondern unangepasste Geschwindigkeit. Etwas Alkohol. Auf jeden Fall verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und bekommt viel Ärger. Gute Besserung für die armen Opfer. Gasdose zum Öffnen. Ein Mann in Osnabrück hatte während des Kinos noch Durst, hatte keinen Öffner dabei und benutzte die dünnwandige Pfefferspraydose, die dabei einen Riss bekam. Alle 200 Gäste mussten das Lichtspielhaus verlassen. Das gibt eine Menge Stress. Beide raus. Dortmund spielt gegen Nicosia daheim nur 1:1 und schaffte trotzdem die Europa League. Leipzig kann ab dem 3:1 in Porto seine internationalen Träume 2017-2018 vergessen.